Ja moinsen, meine sehr verehrten Brudingos und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. In diesem Let's Play schauen wir uns den brandneuen Kreativmodus in Fortnite an. Und so wie man den alten Allmann halt auch eben kennt, Amanakoi wird das Ganze auf der Switch gespielt. Yeah! Für alle, die von diesem Modus noch gar nichts gehört haben, ja, also für alle, die auch gleichzeitig hinter Mond leben, ich erkläre euch ganz kurz, ja. Bleiben Sie sitzen, nicht rauslaufen oder so oder das Handy aus dem Fenster werfen, so. Alles gut. Ich erkläre euch, was dieser Modus überhaupt ist. Der Kreativmodus ist ein eigener und brandneuer Modus in Fortnite, der ein, ja, Minecraft-Klon ist, wenn man es schon so möchte. Ja, also es ist ein Modus, in dem man quasi seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Man kann seine eigene Insel kreieren oder seine eigene Insel erschaffen. Diese Insel dann komplett bearbeiten mit Gebäuden und all dem drum und dran und Waffen und ihr wisst Bescheid. Alles, was halt mit Fortnite irgendwie zu tun hat. Und man kann sogar dort auf der Insel seine eigene Battle Royale Insel führen. Und das werden wir uns in diesem Let's Play angucken. Unter anderem auch zusammen mit euch, wenn ihr das wollt. Wenn die Resonanz dementsprechend da ist. Daher lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr auf dieses Let's Play gehypt seid. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu sein solltet und ihr wollt mehr von Fortnite sehen, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich würde sagen, wir starten direkt durch und gucken uns mal an, was es zu diesem Modus denn so zu sagen gibt. Let's go, meine Boots. Fangen wir an. Also dann. Der Kreativmodus. Wir sind noch in einer frühen Phase der Veröffentlichung, daher könnten Client-Abstürze, Fortschrittsverluste und andere unerwartete Fehler auftauchen. Entwirf mit deinen Freunden Minispiele, liefere dir mit ihnen auf der Insel Rennen oder bau dir deine eigene Traumversion von Fortnite. Deine Insel, deine Freunde, deine Regeln, dein Update. Den Modus gucken wir uns hier an und ich bin... Oh Gott, ich bin direkt hier reingekommen oder was? Was ist denn hier los? Er ist ja quasi hier wie bei Rette die Welt, so eigene Lobby oder was? Ja, moinsen. Lutzen wir uns das mal direkt an hier. Das ist ja nice. Also quasi Solo. Kreativ. Zack. Sieht das nice aus. Ich würde sagen, wir gehen rein und gönnen uns das mal. Wähle einen Server. Ja, Maxi hat Spaß. Cool. Wir machen aber unseren eigenen Server. Lul. Und ich hoffe, wir können da irgendwie auch Einstellungen vornehmen. Geht das? Wir müssten erstmal starten. Alles klar, machen wir das. Das ist so das Ding. Man kann sogar auch anderen Leuten in ihre Räume beitreten und so. Und ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie viele Leute auf dem Server Platz finden. Das hätte ich jetzt gerade eben nachgucken können. Ob das, waren das 20? Waren das 16? Irgendwie so. Ich hatte erstmal im Kopf, dass es 4 wären, wie bei Spielwiese. Aber nein, es ist nicht so. Und generell nein, Verwechslungsgefahr. Dieser Modus ist nicht mit Spielwiese zu vergleichen, weil hier, wie gesagt, alles neu ist. Willkommen im Kreativmodus. Durch den goldenen Riss kannst du irgendwas machen. Okay, nice. Das ist also quasi unsere eigene Insel. Wo sind wir denn gerade bitte? Sind wir hier irgendwo auf der Map? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns hier mal um. Viele vergleichen diesen Modus mit Spielwiese. Das ist aber falsch. Weil ihr seht schon hier, man hat in Spielwiese nicht 4 Stunden Zeit. Oder 3 Stunden 54. Alter, was für eine Allmannzahl. Sondern eine Stunde hat man Zeit. Und naja, da ist das Problem bei Spielwiese, dass man halt auch eben nicht speichern kann. Nach einer Stunde ist der gesamte Fortschritt weg. Das ist hier nicht so. Hier hast du quasi 3 bis 4 Stunden Zeit, um ja zu spielen und um den Server online zu lassen. Und ich würde hier ganz gerne mal die Privatsphäre oder generell die Einstellungen vornehmen. Wie geht das denn, dass ich hier im Spiel sagen kann, dass mir keiner reinscheuen soll? Ich weiß es nicht. Na, ist doch vollkommen crazy. Abbauen können wir hier jedenfalls nichts. Nicht den Baum, nicht die Steine. Wunderbär. Wundergeil. So, aber Insel 1, da haben wir das Ding. Wir können auch nicht mal die Bank hier abbauen, Alter. Was ist denn hier los? Ja, aber dieser Modus hier ist quasi
Spielwiese in vollkommen so. Ihr könnt die Insel, die ihr erstellt, speichern und ihr habt einfach viel mehr Zeit und könnt viel mehr Freunde in die Lobby reinschicken. Also von daher ist das schon viel, viel besser. Und vollkommener, wie ich schon gesagt habe. Okay. Rissziel festlegen. Oder können wir auch reinlaufen? Ach, guck mal an. Schaffe dir dein eigenes Fortnite. Alles, was du hier tust, wird gespeichert. Ja, moin. Okay. Das Ding ist aber auch so jetzt gerade, dass die Insel schon relativ klein ist, oder? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Ich meine, wir sehen ja nicht mal die. Wir sehen ja nicht mal irgendwie, wo wir sind. Die Karte ist ja aus Battle Royale hier. Und das ist ja falsch. Ach ja, stimmt, wir können ja auch fliegen. Fuck it. Ach, scheiße, Bruder. Jetzt sterben wir. Mulm. Ja gut, das ist kein Problem. Unser erster Tod in Fortnite. Kreativ, voll geil, Mann. Das Ding ist aber so, wie gesagt, man kann in diesem Modus auch quasi schweben und fliegen und so. Ah, und ich sehe die Insel da hinten. Das ist quasi die Ursprungsinsel. Und das hier ist nur eine der vielen Inseln, ne? Okay. Wir machen mal Folgendes. Wir schweben mal in der Luft. Hä, ich will auch schweben, Alter. Genius. So, wie... Ich meine, ist zwar ein schöner Move und so, dass ich hier auch quasi richtig dämonisch unterwegs bin und so. Ah, okay, cool. Wir können also quasi nur fliegen, wenn wir irgendwie an eine Wand fahren und kommen dann hoch. Okay. Wenn man so verhindert, dass wir keinen höheren Spot finden, also dass wir uns nicht zu hoch, keine Ahnung, schweben lassen können. Das ist jedenfalls unsere Insel. Ja, moinsen. Ich meine, da steht ja irgendwas von wegen hoch, runter fliegen, bla bla. Nach oben fliegen, nach unten fliegen. Ach so, ja, wenn wir den linken Stick reindrücken. Ach so, ja, sag das doch gleich, du Sau. Ja, das ist unsere Insel. Das ist zwar nicht sonderlich groß. Ah, und die Insel ist quasi, ihr seht, neben der Battle Royale Insel. Ach, das macht Sinn. Aber die Insel ist mir trotzdem schon mal ein bisschen zu klein, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass unsere Kreativinsel wirklich die Größe von der Battle Royale Insel gehabt hätte. Schade. Ja gut, ist da vollkommen egal, Brudingos. Crazy Time. Fangen wir an, uns das hier mal so weit einzurichten. Wir haben, wie ihr sehen könnt, hier schon unser Smartphone oder was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. So, und da gucken wir mal ganz kurz, was wir denn da so machen können. ZS kopieren, ZLS aufheben. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ZL aufheben. Hallo. Gut, wir können jetzt quasi diese Wand hier kopieren. Das ist aber an sich jetzt nicht so in meinem Interessengebiet. Habe ich gerade eben was von 20 Munition gesagt? Oder von 20... Ihr wisst... 70 Holz, okay, cool. Das Ding war so... Ich dachte gerade eben, dass wir irgendwie Platz für 20 Materialien oder so haben. Das habe ich eben so gelesen mäßig, aber das stimmt gar nicht. Das Smartphone hat mir was, hat mir quasi diese Unendlichkeitszahl angezeigt. So, können wir den Baum kopieren eigentlich? Ja, das geht sogar. Ja, moin. Ein Baum. Da würde ich sagen, lassen wir unsere Kreativität frei laufen, machen hier erstmal einen Wald. Und hier kommt man zurück. Ach so, cool. Ja, moin. Oder kann man damit nur fliegen? Moment. Wo kommen wir jetzt hin? Ah, auf die Startinsel quasi. Okay. Rissziel festlegen. Okay. Zielinsel festlegen. Ja, ich kann ja keine auswählen. So, ich drücke ja schon gerade wie wild an meinem Controller rum. Aber ich kann keine Insel auswählen.
Laden. Jetzt wird die quasi gerade erschaffen. Ach so, okay, cool. Ach so, das war ein Bug. Okay, alles klar. Gerade eben konnte ich das nicht bewegen, jetzt geht's aber. Lass mal auf Insel 2 gehen. Ja, moin. Ja, moin. Mal gucken, vielleicht haben die Inseln ja irgendwie untereinander irgendwelche Unterschiede oder so. Let's go, meine Bruts. Ja, die sehen aber alle gleich aus, die Inseln. Also es sind quasi die gleichen Inseln. Nur halt mit, ich sag mal, ja, der Möglichkeit, wenn man jetzt nicht mehr Bock auf die eine Insel hat, dass man dann die andere oder so nennt, ja. Okay. Ja, alles klar, cool. Das klingt schon mal nice Tendo so. Fangen wir an. Wir werden zwar nicht viel schaffen heute, aber wir werden auf jeden Fall mal einen kleinen Wald bauen. Das ist so das Ding. Ich frag mich aber so, ne? Lol. Das sieht zwar übelst scheiße aus, aber ansonsten geht's mir gut, Bruder. Mulm. Weg damit. Ah, wir haben sogar unendlich Holz, Metall und Stein. Okay, cool. Und ich dachte schon, wir müssen uns das irgendwie erfarmen oder so. Okay, dann. Lol, was ist das denn? Hä? Nein, du sollst es hier entfernen, du Sau! Hä, was ist das? Lass mich da raus! Ich komme nicht. Hallo, ich komme nicht klar! Ich würde das ganz gern löschen. Ich würde die Bäume ganz gern löschen, ohne sie wegzuhauen. Wie geht das denn? Ah, entfernen. Alles klar, ja gut, weg damit. Das ist damals gerade ein bisschen übertrieben mit den Bäumen. Einlassen war aber da. Damit wir quasi unser Grundsud haben. Unser Grundsud, unser Grundgegenstern. So, dich kopieren wir. Und fangen jetzt so langsam hier an zu bauen. Sieht schon besser aus auf jeden Fall, ne? Ich meine, ich werde jetzt hier ohne Schema und Muster die Bäume hinstellen, weil in der Natur ist ja auch alles quasi random und quasi ohne ein Schema. Jetzt will ich ehrlich mal wissen, wie viele Bäume kann ich hier platzieren? Ach ja, genau, Bäume, ja, richtig, die in der Luft stehen, klar. Ist okay. Das regt mich gerade so auf, Junge. Hör doch auf. Wieso sind die jetzt in die Luft platziert worden? Also, das macht ja überhaupt keinen Sinn, Alter. Das sollte in den Boden rein und nicht irgendwie in der Luft schweben. Kann es sein, dass das Spiel bei Unebenheiten im Boden noch ein paar Probleme hat? Oder liegt es daran, dass ich gerade so die Bäume so nach oben platziert habe? Ist das mein Problem gewesen? Hm. Ja. Ich frage mich aber, ne? Wie kann ich mir denn hier meine eigenen Gebäude bauen? Ich meine, ihr habt ja... Oh, kleine Tannenbäume. Cool. Ihr habt ja alle im Kreativ-Trailer gesehen. Mhm. Dass man da irgendwie auch eine Stadt hatte und so. Und ich meine, die kannst du ja nicht einfach so erschaffen mit Metall und Holz und so einer Scheiße. Da brauchst du ja Vorlagen für. Ich frage mich, wie ich diese Vorgaben erstellen kann. Also, dass ich jetzt sage, ich will Gebäudetyp A, zack, dahin bauen. Oder geht das überhaupt? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Dieser Part hier ist halt eben nur dazu da, um sich das hier mal so ein bisschen anzugucken. Um sich mal ein bisschen reinzufinden. Ja, und um aber auf sein verdammtes Leben klarzukommen jetzt gerade hier, ne? Okay, mit dem A-Knopf hebe ich das auf, okay. Das sind Sachen, die muss ich mir merken, weil das macht gerade mein gesamtes Fortnite-Steuerungsbild kaputt. Ohne Witz.
Okay, der scheint jetzt hier nicht zu schweben. Der auch nicht. Obwohl ich jetzt gerade so. Ich meine, ihr seht ja, die Dinger fallen runter. Das heißt, die können eigentlich gar nicht in der Luft schweben, was sie aber gerade eben gemacht haben. Kackbäume. Was sollte das denn? Oder war das nur so, weil ich quasi zwischen diesem Baum stand und... Ach, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ein Wald ist erst dann ein Wald, wenn es viele Baumarten im Wald gibt. Und von daher platzieren wir erstmal diese Art von Baum, diesen... Ja, keine Ahnung. Baum? Guck mal, der schwebt zum Beispiel jetzt in der Luft. Was ist das denn? Rudinius. Geht doch. Oh. Also da musst du halt erstmal wirklich reinkommen, dass die Bäume sich auch nicht irgendwie irgendwo verhaken in der Luft und... Ach, keine Ahnung. Das macht zwar keinen Sinn, dass da jetzt ein Baum steht. Oder hat schon mal jemand von euch an so einem Felsvorsprung, wo die Wurzel eigentlich gar keinen Sinn hat, einen Baum gesehen? Ich glaube nicht. Das Ganze ist zwar natürlich nicht so Wailing Woods-Style, weil so Wailing Woods nachzumachen ist, glaube ich, sehr schwer. Es gibt ja, glaube ich, gar nicht diese Riesenbaumart, oder? Also diese fetten Mammutbäume, die gibt es hier ja gar nicht. Es gibt halt diese Bäume mit diesen... Ja, es gibt halt diese Nadelbäume, dann gibt es noch die Bäume hier. Den kopieren wir mal. Und platzieren den auch immer so hier und da zwischen. Das ist halt nicht normal, ne? Dass der hier so behindert geplaced wird. Das ist, glaube ich, halt noch diese Anfangsglitches. Ja, dass man irgendwie, dass der Baum irgendwie auf den Charakter drauf fällt. Ja, das ist zu nah dran, ne? Das ist nicht cool. Das ist auch zu nah dran. Aber ja, das Ganze ist ja noch Early... Lol. Early Access, das heißt, es ist halt noch nicht alles perfekt und es tauchen hier und da nochmal Probleme auf. Deswegen sollte man da auf jeden Fall Verständnis zeigen, ne? Ich meine, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich zweimal den Baum platziere, dann kann der auch mal ruhig auf dem Boden landen, Mann. Ich meine, gucken wir uns mal ganz kurz unsere Einstellungen an. Was haben wir denn? Vielleicht mache ich ja irgendwas falsch. Ja? So, im Uhrzeigersinn drehen ist R, genau. Drücken ist halt so. Ach so, drücken ist, wir können es dann in die Luft platzieren, ja? Okay. Also moin. Scheiße, wie komme ich jetzt an den ran? Danke schön. Man braucht es quasi nur anzugucken und schon kann es verschwinden. Okay, cool. Ja, Bruder, das macht mich aber gerade echt sehr wuschig. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade generell mache, Mann. Ah, guck mal, hier können wir die Gebäude errichten. Ja, geil. Tankstellen, Häuser, sehr schön. Ja, ich würde mal sagen, Brudingus, wir machen... Geh mal auf meine Insel, um zu teilen und Einstellungen vorzunehmen. Nee, lass mal. Einstellungen, warte mal kurz. Echt hier? Das ist nicht hier, nein. Ah, meine Insel Option, perfekt. Freies Spiel, free for all, ja lecker. Kooperativ 2, 3, 4, 5. Okay. Zeitlimit 5 Minuten. Spawnflächen, bla bla, nein. Spieleinstellungen, volle Kondition, leere Schilde. Ah, okay. So langsam komme ich rein. Ja. Ich frage mich aber auch, ob hier irgendwer reinjoinen kann. Nutze das Hauptmenü und wähle zurück zum Kreativzentrum, um dorthin zurückzukehren. Alles klar, vielen Dank. So, aber erstmal errichten wir uns ein Haus.
Das ist ja wohl ganz klar. Und ich würde sagen, dass das hier auf jeden Fall schon mal ganz nice aussieht. Und da haben wir das Haus auch schon. Und das können wir jetzt quasi errichten, wie wir wollen, oder? Wenn Platz ist, oder? Ah, es ist eine Taschenburg. Die wirft man und dann kommt das Haus raus. Ah, okay, cool. Man schleppt also nicht das ganze Haus mit sich. Ich würde sagen, so ein kleines Waldhäuschen. Das wäre doch voll cool. Deswegen ja, moin. Ja. Aber doch nicht in der Luft. Doch nicht in der Luft. Das ist auch Bruder. Bitte entfernen den Scheiß. Bitte entfernen den Scheiß. Oh, ich kann das nur alles einzeln entfernen. Oh Gott. Ah, wobei, okay, wenn du halt den Boden wegmachst, verschwindet es. Ja, okay. Aber es bleiben trotzdem noch diese Überreste hier. Also, wenn ich das Ding, ja, wenn ich das Haus auf den Boden werfe, dann soll es auch bitte auf dem Boden platziert werden und nicht in der Luft. Also, wir sehen, das Spiel hat halt noch so seine Probleme. Aber das wird schon. Scheiße, Bruder. Das war's dann wohl, oder? Ja, moin. Ja, da müssen wir jetzt gucken, wie wir das Haus am besten platzieren können, so. Okay, machen wir es nochmal. Haus. So. Ach, wobei, wir müssen noch diese ganzen Teile entfernen, Ja, geil. So, jetzt aber wirklich, komm, aufs. Ja, direkt hier hin. Also, seht, es will nicht. Richtig geil. Ihr habt es gesehen, ich habe das Ding auf dem Boden platziert und ja. Okay. Also diesen Bug müssten sie halt definitiv bei Zeit mal beheben. Und auch der Baum so, den habe ich niemals da platziert. Alter, was ist denn da los? Sirius. Ich denke auch, dass wir hier in diesem Editor auch die jeweilige Baumart dann auswählen kann und können. Das heißt, wir könnten quasi unser eigenes Wailing Woods quasi erstellen. Das wäre ja ein nice Tendo. So. Machen wir es nochmal. Vielleicht liegt es auch an der Hausart. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man kann das Ganze auch stacken. So, ich duck mich extra hin. Und direkt hier. Alles klar. Lassen wir es sein. Hat so keinen Sinn. Ne, also. Das Spiel ist momentan zu unfähig, um Häuser richtig auf dem Boden zu platzieren. Alles klar, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part. Beim nächsten Mal machen wir hier auf jeden Fall weiter. Insofern ihr das wollt. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da und zeigt mir, dass ihr auf dieses Projekt Bock habt. Denn ich habe auch irgendwo Bock, diese Stadt zu errichten, meine eigene Town zu errichten. Wenn es denn funktionieren würde. Aber das wird mit der Zeit kommen. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, ihr wisst, wie ihr mich supporten könnt und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Also dann, hauen Sie hinein. Hauen Sie rein.